Es war ein gigantischer Vulkanausbruch. Fast 2 Kubikkilometer Material wurden ausgeworfen. 1,5-mal so viel wie bei der Explosion des Mount St. Helens 1980. Es entstand kein normaler Krater, sondern eine Caldera mit einem Durchmesser von 4,5 Kilometern. Doch niemand hat es mitbekommen. 2012, also vor kurzem erst. Nur auf dem Meer, da trieb eine riesige Insel aus Bimsstein mit 400 Quadratkilometern, das sind 100 mehr als bei Malta. Es geht um den größten Vulkanausbruch unter Wasser in den letzten 100 Jahren. Jetzt hat eine Expedition eine unwirtliche Landschaft in 1 Kilometer Wassertiefe entdeckt und die unglaublichen Ausmaße dieser Unterwasserkatastrophe. Jetzt in Klicks und Science Fiction herzlich willkommen. Die Eruption des Havre-Vulkans im Jahr 2012, ein fast unvorstellbares Ereignis. Denn hierbei handelt es sich wortwörtlich um einen Unterwassergiganten, der damals aus insgesamt 14 Schloten Lavaströme herauskatapultierte. Und nicht nur das, einige Lavaströme haben wohl auch größere Erdrutsche zur Folge gehabt. Doch wie heftig und komplex die Eruption im Jahr 2012 tatsächlich war, hat jetzt ein Forschungsteam aus Australien konkret ermitteln können. Erst jetzt Hinweise darauf, dass sich detaillierte Untersuchungen des Havre-Vulkans nordöstlich von Neuseeland lohnen könnten, gab dem Forschungsteam tatsächlich ein Zufallsfund. Im Sommer 2012 hatten nämlich Flugpassagiere über dem Südwestpazifik eine äußerst interessante Entdeckung gemacht. Ein gigantisches Floß aus Bimsstein. Unfassbare 400 Quadratkilometer groß, also knapp 100 Quadratkilometer größer als Malta, der kleinste Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bei Bimsstein handelt es sich um ein Gestein, das bei Vulkanausbrüchen entsteht und es enthält so viele Gasblasen, dass es meistens schwimmt, wenn es sich nicht vollsaugt. Und da diese Entdeckung mitten auf dem Ozean weit entfernt vom nächsten Land gemacht worden war, stand auch gleich fest, dass dieser Bimsstein vom Meeresgrund stammen muss. Entstanden durch den Ausbruch eines Unterwasservulkans. Durch die Analyse seiner Driftrichtung ergab sich dann der Schluss ziemlich schnell, dass das Bimssteinfloß bei dem Ausbruch des Havre-Unterseevulkans entstanden sein muss. Er ist umgeben von einer Kette aus Vulkanen, da sich in diesem Gebiet die pazifische unter die australische Platte schiebt, und die Expedition des australischen Forschungsteams war tatsächlich äußerst aufschlussreich. Durch einen ferngesteuerten autonomen Tauchroboter kamen sie an einige Proben des vulkanischen Materials und die Auswertung der Daten, ja, die war mehr als überraschend. Zitat: Als wir uns die Aufzeichnungen des Tauchroboters anschauten, sahen wir all diese Buckel auf dem Meeresgrund. Ich dachte, das Sonar des Roboters ist gestört. So einer der beteiligten Forscher, Adam Sewell. Doch die Buckel, so wie er es nannte, stellten sich dann als gigantische Bimssteinbrocken heraus, teilweise so groß wie Lastwagen. Dazu Sewell, Zitat: Etwas Vergleichbares habe ich noch nie auf dem Meeresgrund gesehen. Als das Forschungsteam versuchte, die Brocken zu bergen, zerbröselten diese. Das wiederum legt die Vermutung nahe, dass die Bimssteine sehr langsam auf dem Meeresgrund gesunken sein müssen. Denn sonst wären sie ja bereits beim Prozess in sich zerfallen. Und der Tauchroboter lieferte eine zweite unglaubliche Erkenntnis. Insgesamt 14 Schlote müssen bei der Eruption im Jahr 2012 beteiligt gewesen sein. Noch heute sind die erkalteten Lavaströme als riesige Lavazungen zu sehen, bis zu 500 Meter breit und 30 Meter hoch. Doch welche Konsequenzen hätte ein Vulkanausbruch ähnlichen Ausmaßes an Land? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. Das war 2010 und die Vulkanasche sorgte dafür, dass in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas der Flugverkehr lahmgelegt war. Für mehrere Tage, das hatte erhebliche Nachteile für die Wirtschaft. Und das große Problem bleibt, es ist fast unmöglich, Vulkane sicher einschätzen zu können oder in den Griff zu bekommen oder vorherzusagen, wann da was passiert. Und das ist aber unabdingbar, um die Menschheit im Worst Case zu retten, nämlich beim Ausbruch eines Supervulkans. Ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr nämlich vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen, der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken. Katastrophe durch Supervulkan, hat NASA die Lösung? Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.